würde sagen, die Sally Bowles ist eine kompromisslose Hedonistin, die Lust am Leben, an der Bohème, an dem Glitzer der Showwelt hat und ja, die schwebt wie ein Schmetterling, sehr zerbrechlich ist, auch große Angst vor Nähe hat, aber sich natürlich, wie wir alle, wünscht, geliebt zu werden. Also in Cabaret geht es um die Zeit vor der Machtergreifung Hitlers, Ende der 20er Jahre, beziehungsweise es spielt sogar an Silvester 1930, wo sich ein junges Liebespaar kennenlernt, das unterschiedlicher nicht sein könnte. Ein Mann aus Amerika, der nach Europa gekommen ist, um einen Roman zu schreiben, und eine Sängerin aus London, die nach Berlin gekommen ist, um auf dem Vulkan zu tanzen. Babylon ist ein sehr gutes Stichwort für Cabaret. Es geht eigentlich die ganze Zeit um den Kampf zwischen nacktem Überleben und der Sehnsucht nach mehr als nacktes Überleben, nämlich nach einem schönen Leben, einem Traum der Liebe oder des Reichtums oder was auch immer man sich wünscht. Und dieser braune Mob, der da schon schwelt, der macht die Situation eben viel brisanter. Meine Devise lautet immer, klau von den Besten. Natürlich beschäftigt man sich mit allen möglichen Darstellern, die in dem Fall Sally Bowles gespielt haben, und natürlich am allermeisten mit der Interpretation von Liza Minnelli. Und da muss man sich inspirieren lassen von denen und, wie gesagt, vielleicht sogar das ein oder andere klauen und sich selbst dabei nie verlieren.